Cookies? Nach was haben meine Käse geschmeckt? Nach Hunde-Cookies! Hä? Das ist Knete! Du gehörst Knete! Gut, meine Freunde, wir werden heute ein Food-Prank-Video drehen. Das ist Part 10, Leute. Ihr liebt diese Videos. Ich liebe diese Videos auch. Keine Sorge, das Beste daran ist das Essen. Das richtige Essen. Ihr seht, Leute, wir haben hier ganz, ganz viele Dinge gekauft und die werde ich jetzt vorstellen und dann jetzt an die Vorbereitung und dann werden wir meine Schwester so pranken. Oh mein Gott. Bevor ich euch alles vorstelle, letzte Woche habe ich gefragt, ob ihr Merch wollt. Und Leute, die Mel hat in den Kommentaren so krass Merch reingespammt. Oh mein Gott, Leute. Ihr seht in diesem Video einen Blick zu dem Design. Ratet in den Kommentaren, was es ist. Wenn die Mehrheit es errät, gibt es nächste Woche mehr. Ich stelle jetzt die Sachen vor, die wir gekauft haben, Leute. Und zwar fangen wir hier an. Das sind Mini-Churros, also ganz normale Cornflakes. Da haben wir normale Milch, Baby-Milch, Eistüten. Darunter ist Play-Doh. Katjes, das ist für Menschen, man denkt, das sind Hundeleckerlis, Leute, wirklich, ich dachte, das sind Hundeleckerlis. Dann haben wir so eine Katzenpastete, Kiri, Ex-Lieblingsessen, Mayo und Meerrettich. Crispies von Felix und Lion Cereal Joghurt. Ihr seht's auch. Hier hinter uns haben wir Kaffeesahne und Katzenmilch und Leute, die sehen identisch aus. Da haben wir noch Geflügel und Gemüsepastete. Hier oben haben wir so Hühnchen mit Reis und Sesam für Hunde. Spargel, Schnittlauchsuppe, Cremesuppe, sorry. Kondensmilch, Lahmacun. Dann die besten Gummibärchen auf der ganzen Welt. Die schlimmsten Gummibärchen auf der ganzen Welt. Und hier haben wir so, ich würde sagen, es sieht identisch aus, Leute. Das ist beides Kekse. Das ist für Hunde, das ist für Menschen. Ihr seht's auch. Und zu guter Letzt haben wir hier oben unser Kuchen. Marshmallow, Leute. Ich hasse Marshmallow über alles. Und Früchte, was sie auch hasst. Das ist eine wunderschöne Torte, Leute, mit wunderschönen Bonus drauf, mit Lachs-Katzencreme-Erfüllung. Und dann dazu noch wunderschöne Beeren, leckere Beeren. Und dazu noch Marshmallow. Und er hasst Marshmallow. Happy Birthday to you! Ich habe gar nicht Geburtstag. Deine 10 Personalität beim Geburtstag. Was hast du gesagt? Ist das Obst auf dem Kuchen? Nein, das sind Früchte. So dumm bist du. Ich esse keine Früchte. Kein Obst, kein Gemüse, bitte. Leute, ihr wisst ja, Egg und der Typ haben broke up, Leute. Egg schreibt ihm eh bald wieder, weil er hat Prüfungen. Hat sie schon geplant jetzt schon. Ja, wir haben kein Break-up oder broke-up oder wie immer. Es ist nur eine kleine Pause, Leute. Der hat gesagt, er liebt seine Egg. Stimmt aber nicht. Meine Leute, ihr habt sogar Buenos. Hast du Frucht gegessen? Ich hab gesagt, mach keine Früchte. Ich esse doch auch. Was hat so nach Fisch geschmeckt? Hä, wie ist das so misstrauen? Weil es nach Fisch schmeckt, Digga. Mich, was ist denn los mit dir? Was ist los in deinem Kopf gerade eben? Nein, das bin ich nicht. Warte, es hat so komische Geschmäcke. Wir strengen uns an. Wir machen Kuchen und so für sie und sie isst nicht. Was essen? Leute, ich hole unser Müsli jetzt. Und dann haben wir einen Chaya Girl Talk über Eggs Breakup. Weißt du, dass ich komplett fett werde? Leute, der Kuchen schmeckt nicht wie ein Kuchen. Der schmeckt voll creepy. Leute, es schmeckt nicht wie ein Kuchen. Die Buenos, Inga. Die Buenos. Die Buenos. Die Buenos. Sie haben geschmeckt nach Fisch. Irgendwas schmeckt da komisch. Oh mein Gott, Gott sei Dank hatte ich kein Bueno. Ich hatte kein Bueno. Ich habe gesagt, ich hatte eins Bueno, aber ich hatte kein Bueno. Und zwar, wenn wir normale Milch mit dieser Babymilch auswechseln, Leute. Und ihr müsst wissen, wie gesagt, das schmeckt echt komisch. Und es riecht auch komisch. Aber wir geben unser Bestes. Wir haben für Ex Heartbreak Churros gekauft, Leute. Das sind ihre Lieblings-Cornflakes. I don't like them. Und halt Milch. Ne? Sie kriegt so Angst, wenn man es selber nicht isst.
warum schmeckt der Rum richtig mäßig komisch? Alter, für eklig und alles komisch. Es schmeckt alles komisch, es riecht alles komisch, Digga. Wir flug Dulli Basis. Leute, ich schwöre, diese Milch ist vergammelt. Oder irgendwas ist mit dir. Das ist keine normale Milch. 19.01.2024. Nein, ich schmecke, es schmeckt komisch. Es schmeckt nicht wie Milch. Es sieht aus wie Milch, es schmeckt wie Milch, es riecht wie Milch. Es ist Milch. Ich glaube, deine Nasenlöcher sind zu oder so. Oder aber es erinnert mich an meine Katze. Lass mich. Du hast keine Katze. Sondern es ist ein Ball. Wir haben hier Kekse, Leute. Die zwei sind mit Hundefutter. Und das ist der normale, in dem wir ich naschen. Und dazu, Leute, Ecken ist ein bisschen creepy, ihr wisst Bescheid. Gibt es für uns eine leckere Kaffeesahne? Wir schlürfen die immer einfach so, Leute. Ich habe die normale Kaffeesahne. Klein Eck hat Nahrungsergänzungsmittel für ältere Katzen. Das machen wir so. Das ist nicht vertauscht. Am Ende esse ich das Hundeessen. Breakup Girl! Oh mein Gott. Du räumst deinen Schrank auf. Mein Schrank war so schön, Leute. Aber ich habe Sachen immer durcheinander gebracht. Wie mein Leben versteht denn jetzt? Oh mein Gott, sind das diese Cookies? Aber da ist ein Problem. Was denn? Die sind ein bisschen verbrannt. Ey, Sally, ich will auch abbeißen. Darf ich auch ein Cookie? Ja, geht eigentlich. Aber mit Milch ist gut. Man muss aufweichen. Mit Milch ist krass, Leute. Ich glaube, das hier kann das. Schmecken zwar sehr fettig und sind verbrannt, aber ganz okay. Glaube ich. Nee. Leute, ich glaube, mir gefällt es doch nicht. Nee, irgendwas ist da komisch an den Cookies. Mein Cookie ist auch schon weg. Der ist besser so. Ja! Was? Da ist Butter drin. Wo? Hier! Da ist Butter drin. Nein, es schmeckt doch fett. Es schmeckt einfach nach Fett, Alter. Das ist mit Bum-Bum-Geschmack. Was? Es schmeckt voll salzig, Digga. Ihr Schlawiner. Das stimmt nicht. Ja, Leute, ihr denkt, ihr seid schlau genug, um mir Knete zu ergeben. Ich meine, ich habe schon mal Knete gegessen, aber... Das ist kein Knete. Das ist Knete. Nein. Vom Bum-Bum-Eis das Außen. Das ist Knete! Hast du mir Knete gegeben? Ah, mein Knie! Steh auf! Steh auf! Warum gibst du mir Knete als Eiswürfel? Du gehörst mir Knete! Leck! Ja! Ihr habt das Eis selber gemacht? Boah, Leute, die Eis essen. Was ist das für ein Eis? Das ist kein Vanille! Das ist kein Vanille! Nein, da ist Grünzeug! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es ist Sellerie. Junge, ich will doch nur Eis! Es ist zu viel verlangt für ein kleines Mädchen. Eigentlich will ich das nicht mehr essen, aber ich will gucken, was das ist. Und ich kenne das doch! Ich schwöre, ich habe schon mal gegessen! Digga, was ist das? Rosenkohl? Nein, Sellerie? Nein! Es ist irgendwas Widerliches. Es ist irgendwas Fischiges. Ach, es ist irgendwas Fischiges. Jeder von uns hat bestimmt schon mal Knete gegessen, Leute. Und er gerade eben auch. Und wie ihr gesehen habt, die hat das gegessen. Als wäre das der beste Eis auf der Welt. Aber Leute, man sieht es. Man riecht es. Und man schmeckt, dass es Knete ist, okay? Er hat das gegessen. Trotzdem, wie man merkt, sie war früher ein Mädchen, das ihre gegessen hat. Weil es ganz schön salzig gewesen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was habt ihr in der Küche gefunden? Okay, Egg, wie könnt ihr sagen? Hunde-Cookies? Na, was haben meine Käse geschmeckt? Na, Hunde-Cookies! Hä? Erst tust du Rosenkohl oder so mit. Das war Eis. Gurkenwasser! Gurkenwasser, noch schlimmer! Das, und heißt, das war Inga! Das heißt, du prankst mich den ganzen Tag schon. Den ganzen Tag. Die Milch war normal, der Kuchen war normal. Das war Katzenmilch! Das war kein Katzenmilch. Du gibst mir Hundefutter! Du gibst mir Katzenmilch, ich trinke Gurkenwasser. Ja, warte, das stimmt doch gar nicht mit den Keksen. Ich hab auch gegessen, die Kekse. Ich esse Knete! Da bist du selber schuld. Dass du mich prankst, bin ich selber schuld! Guck mal,
Leute, das Video ist so praktisch. Dadurch merkt Egg, wie fake die Produkte sein können. Nur weil das Äußere gut aussieht, heißt nicht, dass das Innere auch gut ist. Genauso wie bei deinen Jungs, Alina. Nur weil sie von innen drin, nur weil sie von außen gut aussehen, heißt nicht, dass sie von innen drin auch schmecken. Verstehst du? Wie ein Cookie. Außen sah er gut aus, innen drin ist er ekelhaft. Du gibst dir eklige Sachen, Junge. Nein. Und bei den Brüdern was mit Fisch. Leute, ich muss lernen, dass die Jungs genauso fake sind, wie mein Essen. Leute, Stella hat meinen Tag versaut. Ich habe Mundgeruch. Ich wollte heute raus, was bestimmt jetzt nicht mehr klappt, weil ich habe Mundgeruch. Stell dich vor, ich hätte jetzt ein Date und die hätte mir wieder die Chance weggenommen, mich mit einem Boy zu treffen. Vielleicht wollte ich mich heute mit einem Boy treffen. Was soll ich sagen? Sorry, Kai, ich habe Hundekekse gegessen. Der Gestank geht nicht aus meinem Mund weg. Okay, Leute. Und warum ist es offen? Warum? Es ist offen. Lachs, Salmonellen. Boah, Leute, ich schwöre, ich hasse Fisch. Salmonellen? Weißt du, was Salmonellen sind, ne? Da steht Salmon. Salmon und Salmonellen sind nicht die gleichen Englisch-Profi. Mädchen. Oh, das sind Katzen. Das war in deinem Kinder-Bueno drin. Das war mein Bueno drin. Ja. Ey, glaub nicht, dass das nicht das ist. Sieht ihr? Leute, es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, ey. Guck, ich hatte gesagt, ich habe es nicht angelogen. Hier bei den Lions ist Katzenfutter statt Lions drin. Und hier ist Meerrettich statt Frischkäse-Dip. Die Lions Series habe ich noch nie zuvor probiert, Leute. Und noch nie zuvor gesehen. Deshalb testen wir das jetzt mal. Schmeckt irgendwie voll fischig. Was das? Was ist das schon wieder? Warum prankst du mich heute? War das so schlecht? Das war voll eklig, Junge. Was ist das? Und jetzt, Leute, testen wir Kiri Mickey Mouse Disney Edition. Und zwar habe ich Minnie und Eck hat Trick, Track und Trucko, wie die heißen. Toms Mutter hat drei Kinder. Trick, Track und... Komm. Bist du dumm? Trick, Track und... Tom. Nein. Trick, Track und... Tom. Nein. Druck. Eine Tochter geht mit ihrer Mutter spazieren. Eine Tochter geht mit ihrem Vater spazieren. Der Vater heißt John. John hat vier Kinder. Diva, Miba, Lieber. Wie heißt das vierte Kind? Hä, du hast sogar keinen Namen. Wie heißt das vierte Kind? Wie heißt das vierte Kind? Das ist Mädchen, gell? Das vierte Kind, wie heißt das? Hast du nie gesagt? John! Warum sollte ein Vater seinen Sohn genauso nennen wie sich selber? Und von wo soll man das wissen? Okay, ich hab dir gesagt, John! Der Vater heißt John. Nein! Was? Kiri. Kiri, was müffelt? Komisch. Probieren's ja mal, oder? Go egg, baby girl. Eat some delicious. Hier habt ihr eure Taten begangen, eure Schanden vergrößert, eure Pläne geschmiedet. Hey, ich hab noch was. Alles, um mir meinen Tag zu versauen. Ich hab noch was. Oh mein Gott, warte mal. Habt ihr mir auch Wimperkleber zum Essen gegeben? Nein, das hat sie zukleben. Ihr habt mir Wimperkleber zum Essen gegeben. Mach mal zu. Mach mal auf. Mach mit auf und jetzt kau. Oh mein Gott, das ist mir... Schreibt jetzt in die Kommentare weitere Food-Kommis, Leute. Diese werden wir dann im nächsten Food-Prank-Video verwenden. Ach, das Video war so chaotisch, Leute. So viel Geschrei. Aber Eck hat alles gegessen und ist auf alles reingefallen. Besser kann es nicht sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüss. Mehr sag ich auch nicht. Bucht mich für Halloween. Schon.